Leute, was geht? Mein Name ist Enzo, dem AZE, und ich habe euch wieder viel zu erzählen. Ich wollte über Facebook ein Video machen, aber leider Gottes spinnt es gerade mit der Verbindung jedes Mal und das funktioniert gar nicht. Wie ihr hören könnt, ich bin gerade ziemlich erkältet. Ich bin seit 3, 4 Tagen bin ich heiser geworden, habe Erkältung pur und kann nichts aufnehmen. Und das Schlechte dadurch ist auch, dass mein Internet daheim im Moment nicht geht und wie gesagt, ich gerade keine Zeit habe, um irgendwelche Anfragen anzunehmen, beziehungsweise Beats und so weiter, weil ich habe im Moment so viel Scheiße wieder mal am Hut, wegen Arbeitssuche und so, und ich kann nicht ständig an jeden Tag am PC hocken und für euch Beats produzieren, das geht natürlich nicht. Ich muss auch wieder in den Alltag reinfinden, weil, wie gesagt, ich kann nicht nachts bis 5 Uhr wach bleiben und dann wieder am PC hocken und Beats produzieren, das geht natürlich nicht. Ich habe mein Album gerade eben noch zu machen, weil ich will im Sommer will ich im Club ein Partyalbum rausbringen. Wird über wie gesagt wird wieder über Audiomagnet veröffentlicht und verkauft und werde meine erste CD dadurch auch pressen lassen. Deswegen habe ich gerade diese Sache eben am Hut, weil ganz ehrlich die Sache mit Rappers in die werde ich irgendwann auch abschließen, weil wie gesagt, ihr wisst es selber, Rappers Inn ist eine Vote-Wichser-Seite geworden und ganz ehrlich, meine Beats, die haben es nicht verdient, so scheiße bewertet zu werden, auch wenn sie oft runtergeladen worden sind. Dafür haben Leute gar keinen Respekt vor mir. Die schätzen meine Arbeit nicht. Ist klar, es gibt auch gute andere Produzenten statt wie mich. Aber ihr dürft eine Sache nicht vergessen, ich mache Beats nicht für euch. Also ich mache es natürlich auch für euch, aber ich will natürlich eher auf mich gucken, weil ich mache Beats auch eher für mich. Beats müssen für mich einfach nur im Sound passen. Die müssen keine ständige Arbeit haben. Die müssen nicht Soundeffekte haben, tausend Effekte haben oder so. Oder jedes Mal Abwechslung reinbringen. Darum geht es gar nicht bei Beats. Ihr müsst, wenn ihr Beats selber produziert, dann merkt ihr selber, es ist irgendwann mal Kindersache. Kinderleicht ist es. Und ja, wie gesagt, deswegen wollte ich sagen, im Sommer, wenn ich mein Album rausgebracht habe, werde ich mich von Rappers Inn abmelden. Ich habe das zwar schon vor ein paar Monaten gesagt, aber wie gesagt, im Sommer wird es öffentlich. Weil, ganz ehrlich, ich habe diese Seite mal geliebt, aber jetzt im Moment geht's mir an den Kragen und meine Beats, die haben das einfach nicht verdient. Ja, ich habe bessere Leute verdient, bessere Anfragen. Und ganz ehrlich, so eine Scheiße kann ich nicht gebrauchen von irgendwelchen behinderte I Missgeburten, die mich runtervoten, nur weil sie kurz mal Spaß haben. Ja, dann sehe ich, der Beat hat 5 Punkte und dafür hat es dann über 100 Downloads. Da frage ich mich, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ja, weil ich glaube nicht, dass die meisten nicht voten können, weil es kann im Prinzip jeder, nachdem man 10 Kommentare gemacht hat bei irgendeinem Video, bei irgendeinem Beat. Und deswegen, wie gesagt, im Sommer hört es auf. Ich nehme gern Exclusive-Fragen an. Habe ich schon auch über Facebook gelabert. Ihr müsst bei Facebook, müsst ihr einfach suchen, NAZE, und dann seht ihr mich mit einem Bild offiziell Facebook-Page. Dann könnt ihr auf Gefällt mir drücken. Ich werde es wahrscheinlich noch hier unten einblenden mit einem Link. Und wie gesagt, Alter, ich kann falsche Leute kann ich nicht gebrauchen, weil ja, wie gesagt, sowas sind keine Freunde, ganz ehrlich, die jemanden runterziehen, weil, Alter, ihr wisst gar nicht, wie bescheuert das ist, man. Glaubt mir, ich reg mich jeden Tag darüber auf und sowas brauche ich halt nicht, weil es zieht mich runter, ich habe keinen Spaß dran. Ihr merkt es selber, wenn in YouTube solche komischen Spasten sind und die voten euch runter. Was denkt ihr dann von denen? Sind das Fans oder sind das keine Fans? Wie gesagt, ich scheiße auf jeden Fall drauf. Was ich auch wahrscheinlich gemerkt habe, mein Mikrofon ist zu leise. Tut mir auch jetzt leid. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Checkt auf jeden Fall die Seite. Ich habe einige Freebits noch. Und wie gesagt, für die, die mich über YouTube mehr Freundschaft schicken, danke ich euch sowieso. Weil, ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ich werde bald wieder gesund, kann wieder Beats produzieren und kann wieder was rappen, weil ich habe noch viel am Hut. Deswegen sage ich, tschüss, macht's gut.
Und supportet mich, Alter, weil, ey, wenn ihr mich nicht supportet, dann ganz ehrlich, sucht euch einen anderen Produzenten, der für euch Beats produziert. Aber ganz ehrlich, ich habe solche Leute nicht verdient. Ja, ich will Beats machen, für das es sich auch etwas lohnt. Ja, ich kann nicht ständig gratis Beats machen. Einer für den, einen für den. Ihr kennt es, es gibt genug gute Produzenten, die wollen für einen Beat 100 Euro. Ich zum Beispiel bin sehr preiswert und sag, ich will für ein Beat 20 Euro. Dann könnt ihr euch entscheiden, was ihr wollt. Ob ihr 100 Euro für ein Beat zahlen wollt oder ob ihr ein Beat für 20 Euro zahlt. Ist allein eure Entscheidung. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, was ich meine. Ich sag das nicht dreimal. Haut da rein. Ich bin Atze. Ich wünsche euch was.